Das lasse ich mir auf keinen Fall entgehen. Vielen Dank für die Einladung. Ich komme natürlich gern. Aha. Bis später. Tschüss. Hey. Hey. Darf ich gar nicht kommen hören? Hast du mal einen Moment Zeit? Ich müsste da mal was mit dir bequatschen. Es ist ganz schlecht. Dr. Wagner hat mich eingeladen. Ach so. Ich fahre gleich in die Praxis. Der dritte Teilhaber ist heute Abend auch da. Oh, ich bin so froh, dass die Sache endlich ins Laufen kommt. Ich kann es kaum erwarten. Das merkt man. Aber wenn ihr euch jetzt schon trefft, dann kann es ja bestimmt nicht mehr allzu lange dauern. Andererseits, wir könnten auch endlich mal über die Hochzeit reden. Was ist das, was du bequatschen wolltest? Ja. Das heißt, ich... Soll ich lieber absagen? Nee, du, da können wir ruhig von anders reden. Ich meine, jetzt hast du ja schon zugesagt. Das stimmt allerdings. Und wenn du mitkommst, wird es umso schöner. Meinst du? Na klar. Die beiden bringen sich ihre Frauen mit. Wir haben bestimmt erstmal einiges zu bequatschen, aber dann... Ah, so ein Mist. Ich habe ja überhaupt keine Zeit. Warum nicht? Ich habe einem Kollegen versprochen, mit ihm für eine Klausur zu büffeln. Schade. Kann man nichts machen. Denke mir das nächste Mal zusammen, okay? Okay. Ich zieh mich um. Einen Versuch hast du noch. Oliver. Hi. Hey, das ist ja schön. Ich habe gerade angefangen, mich zu langweilen. Siehst du? Genau das wollte ich dir ersparen. Du hast gewusst, dass ich hier bin. Wo hast du Tom gelassen? Der musst du noch auf den Ärzte treffen. Da sollte ich eigentlich auch mit, aber ich hatte echt keinen Bock. Das war dir wohl zu medizinisch. Ich weiß doch, wie die Abende ablaufen. Die reden bestimmt die ganze Zeit über irgendwelche Krankheitsbilder und neue Heilmethoden. Kannst du echt vergessen. Hast du keine Lust gehabt, die Arztgattin zu spielen? Das wäre auch nicht meine Welt. Und was bekommst du? Ich nehme das Gleiche wie sie. Wie geht's eigentlich Lara? Christian ist total süß zu ihr. Die beiden sind echt ein Herz und eine Seele. Ja. Nochmal 16 sein. 16 und total verliebt. Was ist denn los? Ich dachte, bei dir und Simon sei alles wieder paletti. Das hat leider nicht lange angehalten. Simon verschließt sich total vor mir. Ich bin froh, wenn er mir überhaupt noch irgendwas erzählt. Hast du ihm das mit uns gesagt? Nein. Deswegen kann ich ihm ja auch keinen Vorwurf machen. Danke. Ich erwarte Offenheit und erzähle ihm nichts von uns. Ist wahrscheinlich auch besser. Wieso schlafen die Hunde weg? Danke. Aber Tom freut sich so auf die Heirat. Ich will ihm einfach nicht wehtun. Was ist daran so schlimm, das öffentlich zu machen? Ich finde das einfach alles so spießig. Wenn wir erst verheiratet sind, dann... Ja, was dann? Ach, dann muss ich wahrscheinlich ständig mit ihm zu irgendwelchen Ärztetreffen rennen und mit den Arztgatteln Smalltalk machen. Ja, und sein Bett vorwärmen und warten, bis der Kerl nach getaner Arbeit nach Hause kommt. Darauf habe ich einfach keinen Bock. Mensch, Tom ist doch fieser. Er will dir damit nur zeigen, wie viel du ihm bedeutest. Ja, aber... Ach, was weiß ich denn, was in ein, zwei Jahren ist? Vielleicht verstehen wir uns dann ja gar nicht mehr. Dann lasst ihr euch eben wieder scheiden. Na toll. So dramatisch ist das doch nicht. Bei eingetragenen Lebensgemeinschaften geht das, glaube ich, ganz einfach. Hört sich aber trotzdem nach Stress an. Okay. Ist eigentlich alles so negativ? Tom hätte wirklich keine schönere Liebeserklärung machen können. Vielen Dank für Ihr Verständnis, Frau Roth. Verständnis? Aber bei euch herrschen wenigstens klare Verhältnisse. Von wegen. Ja, er hat dir doch den Seitensprung verziehen, oder? Ja, aber was mache ich denn jetzt mit dieser bescheuerten Hochzeit? Auch auf die Gefahr hin, dass du Tom verletzt. Du musst es ihm sagen, Oliver. Lassen wir das, okay? Gehen wir tanzen? Nein. Ich muss morgen fit sein. Ich habe mal wieder ein Vorstellungsgespräch. Du bist eingeladen. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.